Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserem Grün Berlin Talk, zu unserem Webinar heute Abend mit Recht gegen Diskriminierung, das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. Erstmal eine kleine Entschuldigung, es tut mir sehr leid, dass wir so verzögert starten. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wir hatten einige kleine technische Probleme, aber jetzt klappt es hoffentlich. Jetzt sind hoffentlich alle da und wir können gleich starten. Ich beginne ganz kurz, euch zwei, drei technische Dinge nochmal zu sagen für die, die das erste Mal dabei sind, und dann starten wir auch gleich mit den Inhalten. Ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas bei euch nicht funktioniert, wenn ihr technische Fragen habt und so weiter, die gerne unter Fragen schreiben, dann wird unser Mitarbeiter Sebastian Weise, der heute im Hintergrund das alles hier managt, herzlichen Dank, lieber Sebastian, wird euch da antworten, und auch wenn ihr inhaltliche Fragen habt, könnt ihr die dort stellen, und wir versuchen dann während des Webinars heute möglichst viele Fragen schon aufzunehmen. Und es kann sein, dass zu viele Fragen kommen. Dann seid bitte nicht traurig, wenn eure Frage nicht gekommen ist. Dann können wir auch gucken, ob wir im Anschluss nochmal was an die Büros weiterleiten können. Wir sind eine grüne Veranstaltung, deswegen sind unsere Fragen quotiert. Deswegen möchte ich jetzt schon mal die Gelegenheit nutzen, Frauen insbesondere zu ermutigen, gerne Fragen zu stellen, weil der Erfahrung nach meistens nicht so viele Frauen da sind. Und nicht so viele Frauen Fragen stellen, damit aber eben Frauen auch zu Wort kommen, möchte ich gerne euch ermutigen, als Frauen auch Fragen zu stellen. So, ich würde jetzt unsere erste Kurzumfrage direkt überspringen, damit wir die Zeit, die wir verpasst haben, reinholen, und würde direkt starten, dass ich unsere Teilnehmerinnen des Podiums sozusagen euch vorstelle. Und wir haben drei Leute heute Abend da. Ich freue mich sehr, dass sie alle drei da sind. Und als erstes möchte ich euch vorstellen Dirk Behrendt, der selber Jurist ist, Richter und derzeit in seiner Funktion Senator für Justiz, Antidiskriminierung und Verbraucherschutz in Berlin. Ganz herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist. Als zweites möchte ich ganz herzlich begrüßen Peggy Piesche, die Referentin für Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch liebe Peggy, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Und last but not least, Sebastian Walter, Mitglied des Abgeordnetenhauses und dort Sprecher für Antidiskriminierungs- und für Queerpolitik. Auch dir, Sebastian, ganz herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir drei Kurzinputs über die Zeit des Webinars verteilt sozusagen machen. Das heißt, jeder der drei Anwesenden wird einen kurzen Input geben, aber nicht alle drei hintereinander weg, sondern wir starten mit Dirk und dann kommen wir da kurz in die Diskussion und würden dann später weiterleiten zu den nächsten Inputs. So, und dann würde ich vorschlagen, dass wir auch direkt anfangen und lieber Dirk, du uns einen kurzen Input gibst, und zwar zu der Frage, warum haben wir eigentlich in Berlin ein Landesantidiskriminierungsgesetz? Wieso ist das eigentlich nötig und wie ist das so zustande gekommen? Ja, das mache ich sehr gerne. Einen freundlichen, schönen Abend in die Runde. Vor mir liegt hier das Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin. Es ist immer noch so schön vom 20. Juni 2020, und da ist das Landesantidiskriminierungsgesetz vom 11. Juni 2020 abgedruckt. Und bis das soweit kam, sind mir hier, sieht man es vielleicht ein bisschen, ein paar graue Haare gewachsen. Und das hat damit zu tun, denn wir haben seit vielen, vielen Jahren dieses dicke Brett gebohrt. Das hatten sich die Rot-Roten schon mal vorgenommen, haben dann relativ spät zum Ende ihrer zweiten Legislaturperiode damit angefangen, ein Landesantidiskriminierungsgesetz zu erarbeiten. Dann ist das bei der Großen Koalition, wie nicht anders zu erwarten, gestoppt worden und eingeschlafen. Und wir haben unserer jetzigen Koalition uns vorgenommen, dass wir den Faden wieder aufgreifen. Und mir war auch klar, wir müssen gleich zu Beginn der Legislaturperiode damit anfangen, weil es ist halt immer noch ein dickes Brett. Warum brauchen wir das? Das Landesantidiskriminierungsgesetz soll die Lücken, die das Bundesrecht aus kompetenzrechtlichen Gründen lässt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des Bundes von 2006, eines der letzten Gesetze von Rot-Grün im Bund, konnte nicht regeln die Tätigkeit der Berliner Landesverwaltung, sondern hat geregeltes Arbeitsleben und auch den Privatrechtsverkehr, nicht aber die Tätigkeit der Landesbehörden. Dazu fehlte dem Bund die Landeskompetenz. Und deswegen war schon seit langem die Debatte, wir brauchen auch für diesen Bereich
konkrete rechtliche Handhabe, um sich gegen Diskriminierung zu wehren. Man kann sich ja auf unterschiedliche Weise gegen Diskriminierung wehren, aber die Nutzung rechtlicher Möglichkeiten ist eine Möglichkeit, und zwar eine recht gute. Als Beispiel ist ja auch über eine rechtliche Auseinandersetzung die Bundeswehr für Frauen geöffnet worden, dass heute auch für Frauen zur Bundeswehr gehen können. Ob das unbedingt gut ist, ist eine andere Frage, aber ein ganz prominentes Beispiel über rechtliche Regelungen hier eine Veränderung der gesellschaftlichen Realität zu erzielen. Und genau das beabsichtigen wir mit dem Gesetz auch. Immer wieder schildern uns Diskriminierungsbetroffene, dass sie eben auch Diskriminierungserfahrung bei Behörden, in Behörden machen, wenn sie ihre Leistungen beantragen, sogar in der Leistungsverwaltung, gerade im gesamten Bereich Sozialhilfe. Im ALG II auch, wobei das wieder rechtlich kompliziert ist, weil das so eine Mischbehörde zwischen Bund und Land ist. Und auch im Schulbereich, das ist auch ein großer Bereich, alles was mit Bildung, Ausbildung zu tun hat, Universität, aber auch schon frühkindliche Bildung sogar. Und eben auch bei Eingriffsverwaltung, also von Polizei, Finanzämtern, also überall, wo der Staat was von uns will. Und diese Lücke haben wir jetzt geschlossen. Wir haben den von Diskriminierung Betroffenen rechtliche Handhaber an die Seite gestellt mit dem Gesetz. Diskriminierung war vorher schon verboten, aber jetzt gibt es rechtlich effektive Mittel, um dagegen vorzugehen, nämlich insbesondere mit Schadenersatz und Entschädigungsanspruch. Dann viel diskutiert, vielfältig auch fast schon bösartig falsch dargestellt, die Beweiserleichterung, keine Beweislastumkehr. Dass üblicherweise ja der oder die Amtsleiter sagen ja nicht, sie bekommen die Genehmigung nicht, weil sie lesbisch sind, weil sie schwarz sind, weil sie schwul sind, weil sie behindert sind, weil sie eines der anderen Diskriminierungsmerkmale in sich verkörpern, sondern das wird ja subtiler gemacht. Und von daher ist das ein probates Mittel schon immer in der Diskriminierungs- und Antidiskriminierungsarbeit, dass man mit Beweiserleichterungen arbeitet. Also hier konkret Tatsachen vorträgt, die eine Diskriminierung überwiegend wahrscheinlich machen. Ähnliches ist das auch im AGG geregelt, ist überhaupt nichts Neues. Aber hier nochmal die Klarstellung, dass der Anspruch richtet sich gegen die Anstellungskörperschaft, also gegen das Land Berlin oder wenn Körperschaft ist, gegen die Universität, nie gegen den einzelnen Amtswalter, also auch nicht gegen den einzelnen Polizeibeamten. Das ist ja auch viel in den letzten Wochen Verwirrung gestiftet worden. Dritter wichtiger Punkt, was das Gesetz Neues macht, Verbandsklage. Es gibt Menschen, die es nur sehr schwer den Zugang zum Recht finden, weil sie ihnen die Möglichkeiten fehlen, weil sie sonst in einer schwierigen Lebenslage sind und sich auch um andere Sachen vorrangig kümmern und manche auch das nicht wollen, dass sie das direkt machen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit der Verbandsklage, dass also Antidiskriminierungsverbände, wie wir das im Umweltrecht ja auch schon seit langen Jahren kennen, dann hier gegen Diskriminierung vorgehen können. Das sind die wesentlichen Regelungen im Gesetz. Wir sind recht stolz auf unseren Katalog von Diskriminierungsmerkmalen. Da steht die Rasse nicht mehr drin, sondern die rassistische Zuschreibung und auch sozialer Status. Auch das ist neu im Antidiskriminierungsbereich. Das gab es in der Form so explizit bisher noch nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. Warum war es so kompliziert, dieses Gesetz durchzusetzen? Die Debatte der letzten 8 Wochen bis hin zum Bundesminister zeigt ja, dass sich viele damit schwer tun. Allein schon mit dem Eingeständnis, dass es auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu Diskriminierung kommen kann. Das fällt vielen schon schwer und dann auch noch die Betroffenen zu stärken, fällt ihnen noch zumal schwer. Es werden da gerne auch Argumente ins Feld geführt, das würde zu Missbrauch einladen. Es würden völlig unberechtigte, massenhafte, unberechtigte Diskriminierungsbeschwerden die Verwaltung lahmlegen, die polizeiliche Arbeit verunmöglichen. Das haben wir in den letzten Wochen alles in der Zeitung lesen können, leider auch im Fernsehen zum Teil hören müssen. Die Erfahrung mit den anderen Antidiskriminierungsgesetzen spricht eine andere Sprache. AGG ist auch gesagt worden, das ist nur ein Beschäftigungsprogramm für Rechtsanwälte. Es würde Massenklagen kommen. Es wurde ausgerechnet, wie viele Richter wir zusätzlich bräuchten für die ganzen AGG-Verfahren. Nichts davon hat sich dann im Nachhinein bewahrheitet. Das ist eben auch ein Argument, was gerne von denen, die es inhaltlich nicht wollen, vorgeschoben wird, um so etwas zu verhindern. Ich fand das ganz, ganz wichtig, dass wir in den politischen Zeiten, die ja alles andere sind als einfach, hier ein deutliches Zeichen im Antidiskriminierungsbereich als rot-rot-grüne Koalition
gesendet haben, zu Zeiten, wo eine Formation in den Parlamenten sich breit macht, deren Hauptgeschäftsmodell Diskriminierung ist. Was anderes machen die ja nicht. Die stellen ja die Gleichheit der Menschen grundsätzlich in Frage. Mann, Frau angefangen, aber auch viele, viele, viele andere. Und hier eben deutlich allen Berlinerinnen und Berlinern mit dem Gesetz zu signalisieren, diese Verwaltung, die arbeitet, die ist für euch alle da, die soll für euch alle arbeiten und die soll euch alle fair behandeln. Das ist auch eure Verwaltung, egal ab wo ihr herkommt, egal welche Sprache ihr sprecht und auch egal, ob ihr eine Behinderung habt oder wen ihr liebt, die Verwaltung hat euch alle gleich und fair zu behandeln. Und das ist das entscheidende für die weltoffene Stadt in Berlin, dass wir dieses Signal senden. Deswegen bin ich heilfroh, dass das Parlament denn nach, da hat es ja auch noch eine Weile gedauert, in der Vorbereitung hat es schon eine Weile gedauert, im sogenannten Mitzeichnungsverfahren, also bei der verwaltungsinternen Abstimmung war das alles andere als einfach. Ich kann gerne auf Nachfrage auch noch ein bisschen was dazu sagen, was da die vielfältigen Probleme waren. Und im Parlament hat es auch noch eine Weile gedauert. Und dann haben wir es verabschiedet und dann kam es in eine Debatte rein, die eben weltweit, Black Lives Matters, weltweit nach dem Totschlagmord von Herrn Floyd über Polizeigewalt geführt wurde. Da muss man ganz deutlich sagen, das war jetzt von dem Zeitablauf zufällig. Das war nicht von uns, von Sebastian nicht, von mir nicht geplant und beabsichtigt, aber es passte dennoch gut auch als Reaktion darauf. Aber nochmal, es geht nicht vorrangig oder ausschließlich um Polizeitätigkeit, aber es geht auch um Polizeitätigkeit und vor allen Dingen auch ums Racial Profiling. Und das hat wieder viel mit den Vorkommnissen in den USA zu tun. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Da war jetzt schon ganz viel Inhalt drin und deswegen habe ich da auch schon einige Rückfragen zu. Insofern würde ich jetzt mal direkt in die erste Fragerunde einsteigen. Wir haben eine direkte Nachfrage von Svenja. Was genau bedeutet eigentlich diese Beweiserleichterung? Was bedeutet das? Und auch dazu von Beate dann die Frage, wie genau sieht das aus und wie wahrscheinlich ist das, dass das dann passieren kann? Dann die Frage von Christoph. Wie wird gewährleistet, dass das Gesetz dem Polizeibeamten kein Hindernis bei der Durchführung einer begründeten Maßnahme ist? Sprich, wie wird gewährleistet, dass die Beweislastumkehr oder du hast jetzt gesagt, die Beweiserleichterung nicht missbraucht wird? Das war ja tatsächlich auch in den vergangenen Wochen, hast du schon angerissen, ein Thema, was immer wieder hochkam, dass das gerade im Hinblick auf die Polizei angeblich ein Problem sein soll. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Und genau, ich würde da vielleicht einen Strich machen und dann gleich nochmal eine zweite Frage rum, weil ich glaube, drei reichen erstmal und dann hätte ich gleich nochmal zwei, drei weitere danach. Ja, gerne zu der Vermutungsregelung. Also im Gesetz steht drin, Paragraph 7, wer das nachlesen möchte, Vermutungsregelung, werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot, ich paraphrasiere, überwiegend wahrscheinlich machen, obliegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen. So steht es da drin. Was bedeutet das? Wenn ich, es ist ja vor dem Zivilgericht, streitet man, wir haben uns für einen Zivilrechtsweg entschieden, wenn ich von Sebastian Geld haben möchte, weil wir einen Vertrag beschlossen haben, dann muss ich zum Gericht gehen und muss das Gericht davon überzeugen, dass wir einen Vertrag beschlossen haben, dass ich meine Leistung erbracht habe und dass Sebastian noch nicht bezahlt hat. Oder vielmehr, Sebastian müsste dann einwenden, er hat bezahlt und müsste das beweisen. Wir wollen es mal einfach lassen. Also ich muss das darlegen und beweisen, dass es die Beweislast im Zivilprozess, während den Anspruch geltend macht, muss die Voraussetzungen darlegen und beweisen. So, das ist nun aber ein Diskriminierungsfall, wenn nicht der oder die Beamte sagt, bei mir kriegen Schwarze generell keine Erlaubnis oder bei mir kriegen Schwule generell keine Sozialleistung. Das ist der absolute Ausnahmefall. Das wird nicht passieren. Oder die Lehrerin, um Nina mit reinzunehmen, die Lehrerin, die sagt, bei mir kriegen Jungs immer eine schlechtere Note. Ja. Das wird ja in der Regel nicht passieren. Dann kann man hingehen und dann im Gericht sagen, die Lehrerin hat gesagt, so und so. Und dann kann das mit dem Zeugenbeweis bewiesen werden. So, das passiert aber in der Regel nicht. Die schreiben auch nicht in die Bescheide rein, sie kriegen diese Gaststättenerlaubnis nicht oder die Erlaubnis, Außengastronomie Bestuhlung zu machen, weil sie schwarz sind und weil ich keine Schwarzen leiden kann oder andere. So, und deswegen gibt es ein Beweisproblem, eine Beweisnot. Derjenige hat das Gefühl, er wird anders behandelt, kann das aber
anhand von konkreten Tatsachen, weil derjenige, der es tut, ist ja immer, in der Regel sind es dann auch zwei Personen, das kommt noch dazu, man kommt dann nicht mit einer ganzen Armada da und auf der anderen Seite auch nicht fünf Mitarbeiter, sondern eins zu eins, Aussage gegen Aussage, Beweisschwierigkeiten. Und darum ist es ein probates Mittel, dann zu sagen, es reicht nicht, das ist auch ganz wichtig, es reicht nicht, eine Diskriminierung zu behaupten. Darum auch, das ist schon ein bisschen Vorgriff auf die Polizeifrage. Es reicht also nicht, und dass ich sage, ich habe den Eindruck hier, die Lehrerin gibt meinem Sohn immer eine schlechtere Note, weil die Jungs nicht mag. Das reicht nicht, sondern Tatsachen müssen geltend gemacht werden. Beispielsweise Tatsachen, die das Tür und die Tor öffnen für Testingverfahren. Das kennen wir alle von der Clubtür, dass dort getestet wird. Drei Biodeutsche, ein People of Color werden mal hingeschickt, dann wird mal geguckt, wen lässt der Türsteher denn rein. Und wenn das häufiger vorkommt, dass eben die People of Color nicht reingelassen wird, deutet einiges darauf hin, dass es damit zu tun haben könnte. In der öffentlichen Verwaltung gibt es ähnliche Situationen. Ein Gastronom beantragt Außengastronomie jetzt gerade bei Corona und bei dem schönen Wetter. Die drei gegenüber haben die gekriegt, ihm wird sie verweigert. Er ist schwarz, die anderen sind weiß oder er ist schwul, die anderen sind heterosexuell. So, und das wäre ein Testingverfahren. Da kann man dann die Tatsachen glaubhaft machen, die anderen drei. Ähnliche Voraussetzungen, gleiche Straße, gleiche Verkehrssituation und so weiter und so fort. Also die anderen Faktoren sind nicht entscheidend zur Differenzierung. Da spricht einiges dafür, es liegt daran. Das denn, wenn man das denn glaubhaft macht, dann muss die Behörde wiederum, dann schlägt das um, die Beweislast, dann muss die Behörde eben da tun, dass es nicht daran lag. Beispielsweise, wenn die Kneipen alle auf der anderen Straßenseite sind, das Trottoir da 5 Meter breit ist, auf der Seite nur 2 Meter, dann sagt man, also viel Außengastronomie können wir da nicht zulassen, da kann da kein Kinderwagen mehr vorbei. Das wäre dann sachlicher Grund, da die Ungleichbehandlung rechtfertigt und damit wäre die Sache erledigt und wir hätten auch keinen LADG-Fall mehr. Das ist so erstmal an diesem Beispielsfall. Es gibt natürlich in der Lebenswirklichkeit der Verwaltung hunderte andere Möglichkeiten, wie man das darstellen und beweisen kann. Wenn es eben 50 Leute, man kann sich ja austauschen, 50 Leute, die dann eine ähnliche Erfahrung machen und immer nur die Frauen werden schlechter behandelt. Und dann hat man eben durch die Häufung auch hier, hat man hier leichtere Tatsachen. Beweis. Am Endeffekt entscheidet das das Gericht, dass die müssen das befinden und müssen sagen, reicht mir das aus? Sind das hinreichend glaubhaft gemachte Tatsachen? Glaubhaft machen heißt eben nicht Vollbeweis, sondern glaubhaft machen heißt ist eigentlich aus dem einstweiligen Rechtsschutz ein geringeres Beweismaß, die eben über Testingverfahren geltend gemacht werden können. Gibt es aber, wie gesagt, in anderen Diskriminierungsbereichen auch, ist jetzt keine ganz große Neuigkeit. Was jetzt die Frage angeht, wird es dadurch die für die Verwaltung komplizierter. Also wenn die Verwaltung nach Recht und Gesetz handelt, keinen diskriminiert, wird es überhaupt nicht kompliziert. Die große Befürchtung sind ja unbegründete Vorwürfe der Diskriminierung, die sozusagen wie als wenn man Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt. Das ist die Erfahrung aus den anderen Bereichen, dass das in der Regel nicht passiert. Es gibt nicht massenhaft falsche Verdächtigungen, Behauptungen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben, denn das ist ja auch ein gewisser Aufwand nötig. Man muss sich ja informieren, man muss dann das eben entsprechend vortragen, braucht man einen Rechtsanwalt, nicht zwingend, kann man auch so machen, über eine Beratung. In der Regel sind die Diskriminierungserfahrenen ja erst einmal konsterniert, dass sie eben so eine Erfahrung machen müssen in der Verwaltung. Und beziehen sich das denn auf sich, dass sie vielleicht was falsch gemacht haben? Also die erstmal zu empowern, um überhaupt ihre Rechte wahrzunehmen, ist ein ziemlich weiter Weg. So, dann haben wir sicherlich einen kleinen Teil Querulanten, die wir jetzt schon haben in der Verwaltung, die ständig irgendwelche Briefe schreiben, Eingaben machen, Petitionen einreichen, sinnfreie Klagen erheben. Denen haben wir jetzt vielleicht durch das LADG noch eine zusätzliche Möglichkeit eröffnet, auch sich darauf zu berufen. Aber die gab es ohnehin schon und die haben der Verwaltung das Leben ohnehin schon schwer gemacht. Da kann jeder, der in der Verwaltung arbeitet und auch bei Gerichten arbeitet, ein Lied von singen. Die Befürchtung, dass man jetzt Polizeiarbeit, Kriminalitätsbekämpfung nicht mehr machen könnte, weil man ja nicht begründen kann, warum man einen Drogenhändler verfolgt, das halte ich für an den Haaren herbeigezogen. Denn wenn ein Mensch typisch, Drogenhändler typisch sich in der Hasenhaltung, nicht immer den Görlitzer Park zu nehmen, verhält, also da so rumsteht, austauscht, Päckchen, Geld, das beobachtet man kriminalistisch, dann kann man da auch gegen ermitteln. Mein Problem ist aber, dass gerade, weil es ja da häufig gegen Schwarze geht, wenn schwarze Freunde mir berichten, dass sie überall in der Stadt ständig kontrolliert werden, obwohl sie mit überhaupt sich nicht szenetypisch verhalten und im Schlosspark in Charlottenburg kontrolliert werden und die ganzen Weißen, die da rumlaufen, nicht, dann haben wir ein tatsächliches Problem.
Und das bedrückt mich und auch als Antidiskriminierungssenator muss ich sagen, da müssen wir gegen vorgehen. Und die Polizei, die ist professionell genug, die haben jetzt schon Beschwerdemanagement vorher gehabt, wenn es entsprechende Beschwerden gab. Es gab immer mal wieder Beschwerden, auch bei der Polizei, auch im Bildungsbereich. Auch da gibt es ein Beschwerdemanagement, das hier ungleich behandelt wird. Und das wird sich nicht wesentlich ändern. Und noch vielleicht das Dritte, ob es jetzt Menschen gibt, die bewusst solche Sachen hochziehen, um damit zu verdienen. Ja, große Klageindustrie ist ja auch an die Wand gemalt worden, glaube ich auch nicht. Denn wenn man weiß, wie doch sehr bescheiden die Gerichte die Entschädigungssummen zusprechen, jetzt beim immateriellen Schaden, wenn kein konkreter Schaden entstanden ist, wenn Verzögerungsschaden entstanden ist, ich kann meine Gaststätte 3 Monate später erst aufmachen, weil sie die Genehmigung mir verweigert haben und dabei diskriminiert haben, dann habe ich einen Verzögerungsschaden, der lässt sich ausrechnen, das ist ein materieller Schaden. Aber der immaterielle Schaden, immer gerade aus dem angelsächsischen Bereich mit Millionensummen, die werden hier nicht ausgesprochen werden. Wir haben auch keinen Rahmen vorgegeben, aber aus dem AGG-Verfahren wissen wir, die sind sehr bescheiden, das spielt sich im Bereich 1.000, 1.500 Euro ab. Also als Einnahmequelle würde ich es nicht empfehlen, würde ich es nicht empfehlen. Da gibt es andere sinnvollere Betätigungen. Also von daher wird auch da die Motivation, ich würde mir wünschen, dass man an der einen oder anderen Stelle mal höhere Summen auswirft, das ist auch schon passiert. AGG-Bereich haben wir ja schon im Mietrecht hier einige Urteile in Berlin sehen dürfen, wo auch mal 15.000 Euro Entschädigung ausgesprochen wurden wegen Diskriminierung von Menschen mit türkischem Namen. Aber meine Vermutung ist, dass die Gerichte auch hier sehr zurückhaltend sind. Also der Polizeibeamte wird keinen übermäßigen Aufwand haben. Natürlich wird er angehört werden müssen. Wir verhandeln ja gerade mit dem Hauptpersonalrat Rahmendienstvereinbarung zu genau diesen Verfahren, nach welchen Grundsätzen die abzulaufen haben. Da sind wir relativ weit, aber haben den Durchbruch noch nicht erreicht. Ich hoffe, das kommt bald. Wird also angehört werden, muss sich dabei natürlich nicht selber belasten und wird dann da Stellung nehmen. Aber das ist jetzt schon so. Wenn der Polizeibeamte draußen im Feld ist und sich jemand beschwert, sie haben mich falsch behandelt, sie haben was weiß ich nicht gemacht, dann wird er auch in dem Beschwerdeverfahren. Und da ich nicht davon ausgehe, dass die Beschwerden massenhaft zunehmen, wird das jetzt auch nicht einen großen zusätzlichen Aufwand bringen. Was in der Situation, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass man in der Situation, in der Schule, natürlich ist es leichter für den Schüler zu sagen, naja, ich habe jetzt eine 5 gekriegt, weil die Lehrerin keinen türkischstämmigen Menschen mag, als sich damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht zu wenig Leistung erbracht hat. Soll ja vorkommen, dass man die 5 dann auch berechtigterweise kriegt. Und dann in der Situation gerne gesagt, naja, das liegt daran, weil sie keine Türken mag. Aber ob das denn im Ergebnis wirklich dazu führt, dass man eine LADG-Beschwerde und einen Schadenersatzanspruch anmeldet, das möchte ich erstmal nochmal sehen. Und das ist in der Polizei Wirklichkeit auf der Straße nach meiner Vermutung auch so. Es kann sein, dass in der ja nicht ganz einfachen Situation auf der Straße oder auch in der Wohnung oder wo auch immer, wo man zusammentrifft, ist ja in der Regel konfliktiv und nicht harmonisch mit der Polizei, dass da dann schnell mal gesagt wird, naja, ihr macht das ja nur, weil wir arabisch aussehen, türkischen Namen haben oder ähnliches. Und ob das denn wirklich weiterverfolgt wird und Ansprüche angemeldet werden, wird man sehen. Bisher, also jetzt ist das Gesetz ja 1 Monat in Kraft, gab es jetzt wenig substanzielle Beschwerden. Also bestätigt eher unsere Vermutung, für Einzelfälle ist das ein wichtiges und gutes Gesetz, aber es wird nicht massenhaft missbraucht werden. Vielen Dank, Dirk. Ich habe eigentlich noch einige weitere Fragen an dich, aber würde jetzt trotzdem erstmal zu dem Input von Peggy kommen und dann gucken, ob wir irgendwie im Anschluss, auch wenn Peggy und Sebastian ihren Input gehalten haben, nochmal in eine Diskussion zu dritt kommen, da du doch relativ ausführlich geantwortet hast, lieber Dirk. So, deswegen würde ich jetzt einmal Peggy schon rannehmen und eben zu deinem Input überleiten. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal kurz, als dass ihr alle nochmal wach werdet, würden wir gerne eine Kurzumfrage starten. Das ist eigentlich mehr eine Quizfrage. Und zwar, was glaubt ihr eigentlich, seit wann fordern Berliner NGOs ein LADG? Was glaubt ihr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, seit 12 Jahren? So, die meisten haben sich jetzt auch schon beteiligt, sind alle wieder wach. Das ist großartig.
Und dann werden wir mal sehen, also seit 5 Jahren sagen nur 7%, 27% glauben seit 10 Jahren, 66% sagen seit 12 Jahren. Und damit würde ich jetzt mal überleiten, Peggy, wie ist das eigentlich? Seit wann fordern NGOs das eigentlich und welche Rolle haben NGOs jetzt eigentlich gespielt bei der Umsetzung? Auch Dirk, du darfst gerne weiter da bleiben, wenn du möchtest, deine Kamera anlassen, kannst aber dann musst auch nicht, wenn du irgendwie was essen willst oder so. Genau, also welche Rolle haben die NGOs eigentlich gespielt? Habt ihr irgendwie die Entstehung des LADG auch begleitet? Wie findet ihr jetzt das Ergebnis? Gibt es da noch Verbesserungsbedarf aus deiner Sicht, aus Sicht der Bundeszentrale oder auch aus Sicht der NGOs, mit denen du in Kontakt bist? Ja. Danke schön, das sind eine Menge Fragen. Ich versuche mich ein bisschen darauf zu konzentrieren. Ich spreche heute aus der Perspektive von schwarzen politischen Organisationen, vor allem auch meiner Mitgliedschaft in ADEFRA, dem schwarzen queer-feministischen Kollektiv. Ja, die Bedeutung der NGOs für dieses Gesetz ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich denke, dass wir gerade in den letzten Jahren da in einer sehr guten Partnerinnenschaft waren. Aber die Umfrage hat es ja auch schon ein bisschen gezeigt. Also wir sind da schon in for a long run, das ist schon eine lange Zeit. Gemeinhin sagt man so seit mindestens 10 Jahren, aber das Gefühl der Teilnehmenden ist schon richtig, also bei 10, auch über 10, 12 Jahre hinaus. Das ist ein intergenerationaler Prozess. Der Kampf für Diskriminierungsschutz, der Kampf gegen Diskriminierung, aber vor allem für Diskriminierungsschutz. Die Rolle der NGOs möchte ich mit 3 Punkten einmal skizzieren. Das eine ist die Kollektiverfahrung, dann der Aspekt von Rassismus- und diskriminierungskritischer Erfahrung und Expertise, die sich auch in Expertise gleitet. Und das dritte ist, öffentliche Diskurse auch einzufordern, einzuklagen. Kollektiverfahrung. Dirk hat schon darauf hingewiesen, dass wir jetzt gerade auch zusammengefallen sind mit einer anderen neuen diskursiven Öffnung, die wir gerade erleben durch die Black Lives Matter Bewegung, durch die auch internationale Black Lives Matter Bewegung, auch hier durch NGOs in Deutschland vorangetrieben, Diskriminierungs- und Rassismus-erfahrenen NGOs und Kollektiven, dass wir eigentlich zum ersten Mal bundesweit es besprechbar machen können, von strukturellem Rassismus überhaupt auszugehen. Die rassismuserfahrenen Kollektive, NGOs und Initiativen sind aber schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten in diesem Prozess. Und man muss immer davon ausgehen, dass bevor es in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt auftaucht, ist da eine ganze Menge Arbeit dahinter. So etwas wie Diskriminierungsschutz anzumahnen, überhaupt auf die Politik so einwirken zu können, zu sagen, hier gibt es eine Lücke, hier gibt es eine wahrnehmbare Leerstelle. Also das, denke ich, ist die erste schwere Bedeutung, große Bedeutung der NGOs, hier, dass sie mit ihre kollektive Erfahrung letztendlich auch erstmal gebündelt haben. Und da bin ich bei dem zweiten Punkt, nämlich Rassismus und diskriminierungskritische Erfahrung. Das, was wir heute auch in so ein Gesetz gekleidet haben, beziehungsweise auch in den Diskussionen vorfinden, das ist eine Wissensproduktion. Und die kommt erstmal nicht aus den Mainstream-Wissensproduktion, die kommt auch nicht aus den Mainstream-Instituten. Das sehen wir auch gerade daran, wie gerade struktureller Rassismus verhandelt wird und dass wir es wieder erstreiten müssen, dass wir nicht unter dem Mantel von Migrations- und Integrationsforschung auffallen hier. Aber das nur am Rande. Also die zweite große Bedeutung, die dann, wenn es erreicht ist, immer ganz schnell wieder eigentlich herausgeschrieben wird, ist, dass es aus genau diesen Communities, aus genau diesen NGOs auch eine Wissensproduktion kommt, die für dieses Gesetz auch grundlegend war.
Und der dritte Punkt, öffentliche Diskurse anzustoßen, sie beizubehalten, also den Raum für diese Diskurse auch weiterhin zu halten, selbst in einer Zeit, in der die Medienaufmerksamkeit wieder weiter wandert. Das sind ja auch also so eine Entwicklung von diesem Gesetz. Das ist ja wie eine Sinuskurve auch. Dirk hat das schon so ein bisschen auch dargestellt. Da flacht wieder was ab. Aber da, wo es abflacht in der öffentlichen Wahrnehmung, sind es genau diese NGOs, sind es genau diese Gruppen, die das Feuer nicht nur am Brennen halten, sondern auch noch weiter Wissen generieren, mehr Input hineingeben, dass wenn die Sinuskurve wieder steigt, es auch möglich ist, hier weiterzumachen. Das sind die drei wichtigen Aspekte. Gibt es sicherlich noch viel mehr, aber ich wollte mich darauf konzentrieren. Was kann noch nachgebessert werden, beziehungsweise wo müssen wir auch den Finger, den Puls noch ein bisschen dran halten? Und das ist, da möchte ich gerade nach Dirks sehr intensiven Erklärungen dazu, wie Missbrauch begegnet werden könnte. Missbrauch, ich muss es wirklich in Anführungszeichen setzen. Da möchte ich schon noch mal dazu sagen, dass eigentlich ein solches Gesetz sollte die Motivation für die Inanspruchnahme von Diskriminierungsschutz stärken. Ne? Also es ist, wir fangen schon wieder an, das zu diskutieren auf der Ebene von ökonomischen Interessen und natürlich auch politischen Interessen, die hier verhandelt werden. Und das Recht auf Inanspruchnahme von Diskriminierungsschutz rutscht da nämlich wieder ein bisschen runter. Also ich möchte das gerne nochmal auch in unserer Diskussion rezentrieren. Wenn wir das mehr im Fokus haben, wenn wir aus der Perspektive stärker sprechen, dann bekommen wir zumindest, oder zumindest hoffe ich, dass einen kleinen fahlen Beigeschmack und wir kriegen eine Rückkopplung zu unserem eigenen Empathiegefälle, wenn wir automatisch in eine Diskussion gehen und fragen, wer könnte da Geld daraus scheffeln, wer könnte das missbräuchlich anfragen, sondern wir würden dabei bleiben und sagen, wie können wir diesen Raum erweitern, ihn halten und ihn so barrierefrei bzw. so Barriere heruntergefahren wie möglich für Menschen machen, dass sie die Inanspruchnahme von Diskriminierungsschutz auch wirklich diesen Weg gehen können. Denn das ist eigentlich, was dieses Gesetz signalisiert, nämlich an alle BürgerInnen von Berlin, dass sie ein Recht auf diskriminierungsfreies Leben haben, dass sie und da, wo es nicht möglich ist, beziehungsweise wo es zu erstreiten ist, ist das Land Berlin, ist die Verwaltung von Berlin mit dir, mit euch und kommt der eigenen diskriminierungskritischen Fürsorge nach. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der noch nachjustiert werden muss, sowohl in der Art der Besprechbarkeit und auch Verteidigung des Gesetzes, als es auch noch mal ein bisschen verschärft im Gesetz selber. Und da ist der zweite Punkt, nämlich die Diversität in der Verwaltung auch selbst. Das ist natürlich auch ein noch weites Feld und ein zu beackerndes Feld. Und hier müssen wir natürlich auch genauer schauen, wie es da möglich ist, eine Motivation zu steigern von Menschen, die auch hier partizipieren wollen. Wir haben es gesehen, wir haben ein bisschen Erfahrung jetzt mit den anonymisierten Bewerbungsverfahren. Die scheinen nicht so gut zu funktionieren. Ja, Diversität in der Verwaltung. Ja. Vielen, vielen Dank, Peggy. Vielen Dank für den Input. Diversität in der Verwaltung ist tatsächlich, schön, dass du das ansprichst, ein Thema, was wir gerade vor kurzem mit unseren grünen Stadträten auch auf der Tagesordnung hatten in unserer Stadtratsrunde, weil wir gesagt haben, das ist eins, was wir uns in den nächsten Jahren auch nochmal genauer anschauen wollen, wie man da gezielt tatsächlich dafür arbeiten kann. Da sind wir also dran. Aber ich habe auch an dich jetzt einige Fragen, ein bisschen unterschiedliche. Ich würde die einfach mal zwei, drei vorlesen und gucken, genau, wie weit wir kommen. Zum einen von Henrike die Frage, glaubst du eigentlich, dass die Betroffenen oder dass genug Betroffene von diesem neuen Gesetz wissen? Also wissen die Leute überhaupt, dass es diesen Schutz für sie gibt? Das ist eine Frage. Dann
Die Frage von Jenny: Das Gesetz scheint stark fokussiert auf das Diskriminierungsmerkmal rassistische Zuschreibung oder das scheint stark fokussiert darauf diskutiert zu werden, was vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage sehr gut nachvollziehbar ist. Aber das ist ja nur ein Merkmal von vielen. Wie siehst du das? Was ist daran gut? Was ist daran womöglich hinderlich? Und dazu passt vielleicht auch eine weitere Frage. Beinhaltet das LADG, die Frage von Maria, eigentlich auch die Altersdiskriminierung? Wird die damit berücksichtigt? Das ist vielleicht eher eine Frage an dich. Ich weiß nicht, Peggy, ob du die beantworten kannst, weil sie da gerade ganz gut zu passt. Und dann eine letzte Frage noch und dann würde ich dir erstmal eine Antwortmöglichkeit geben. Du hast eben auch den strukturellen Rassismus mit erwähnt. Und da fragt Jan Gerrit dazu, Seehofer als Bundesinnenminister lehnt eine Studie zu strukturellem Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei ab. Pistorius als Innenminister in Niedersachsen will eine durchführen. Seine Frage ist ein Stück weit, wie positioniert sich in Berlin an dieser Stelle? Da kann Sebastian vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Aber auch, was ist deine Meinung dazu? Sollten wir als Berlin, sollten wir das vorantreiben? Was hältst du von einer solchen Studie und wie müsste die aussehen? Soweit Okay, erstmal ich zu. versuch's mal. Vielleicht musst du mich noch mal ein bisschen erinnern, Nina. Zum einen auch Sichtbarkeit des Gesetzes. In der Tat, da sind wir jetzt ja natürlich mittendrin, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich denke, auch da wäre es eigentlich gut, so eine Kampagne zu starten. Das fände ich sehr, sehr gut. Eine Medienkampagne, die unter anderem auch einige von den Fragen auch aus dem Webinar mit aufgreifen kann, weil das sind natürlich auch, ja, jetzt nicht soziologisch streng gedacht, aber immerhin repräsentative Fragen und Sorgen. Und da denke ich, können wir auch noch einen besseren Job machen, alle zusammen, das bekannter zu machen. Die Verbände, die Beratungsstellen sind natürlich gerade, arbeiten auf Hochtouren. Das Gesetz soweit es so gut wie möglich auch in ihren Organisationen und Verbänden bekannt zu machen und zu beraten, wie es genutzt werden kann. Aber gerade auch diesen Aspekt der Verbandsklage, denke ich, sollten wir noch stärken. Weil der nämlich natürlich genau in die Richtung auch geht, die Kollektiverfahrung auch nutzbar zu machen und auch uns als Land das auch letztendlich nochmal durchaus zu zeigen, dass wir damit nämlich auch im Laufe der Zeit auch belastbare Zahlen bekommen, wie eigentlich die Diskriminierungssituation in unserem Land aussieht und eben wegkommen von diesen Einzelfall. Momenten. Die zweite Frage, hilf mir ganz kurz, Nina, zu. Sonst die. Diskriminierungsmerkmal, rassistische Ja, Zuschreibung genau. oder eigentlich auch Altersdiskriminierung? Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin keine Juristin, ich werde mich hüten, da entsprechende Aussagen zu machen, aber ich kann eine aus einer intersektionalen Perspektive machen und da muss ich nochmal sagen, es tut uns allen gut, dass wir gerade jetzt vor der diskursiven Öffnung und den Debatten um strukturellen Rassismus auch dieses Gesetz mit dem Fokus auf rassistische Diskriminierung diskutieren. Es ist nicht, wir sollten vorsichtig sein, wieder zurückzugehen und zu sagen, das sind ja verschiedene Boxen und es gibt ja auch noch etwas anderes. Es gibt vor allem auch intersektionale Verschränkungen. Also wer sich dabei ertappt fühlt, zu sagen, naja, aber da gibt es ja dann auch noch die Frauen. Ja, es gibt aber eben auch die Mehrfachmerkmale, dass Frau sein nicht gleich weiß sein ist. Und das ist eine Chance, das ist eine Möglichkeit, die wir gerade haben. Es geht nicht darum, hier eine Diskriminierungspyramide zu eröffnen und zu sagen, ja, das ist ja nur eine Form, sondern gerade rassistische Diskriminierung ermöglicht es, also dies zu diskutieren, diskursiv zu diskutieren. Diskriminierung ermöglicht es erstmal nicht. Aber intersektionale Verschränkungen auch noch mehr besprechbar zu machen. Insofern ist das jetzt nicht, dass dieses Gesetz nur für eine Gruppe oder so etwas gut ist. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, an die Erfahrungen mit dem AGG. Ja, Sebastian?
Also, die Erfahrung mit dem AGG, also Dirk hat schon darauf hingewiesen, da hatten wir auch so ähnliche Kommentare und einen ähnlichen argumentativen Widerstand gehabt, was das alles bedeuten würde. All das hat sich nicht bewahrheitet, aber interessanterweise, worüber wir gar nicht so stark im Vorfeld gesprochen haben, nämlich wer wird eigentlich dieses Gesetz nutzen und für wen wird es am meisten eine Bedeutung haben, haben wir nach einigen Jahren belastbare Zahlen gehabt, dass es unter anderem auch weiße Männer sind, die das AGG fantastisch genutzt haben. Also all das, was wir vorher mit welche Widerstände und Hürden wir auch zu überwinden hatten, hat sich natürlich erstmal sowieso nicht bewahrheitet, aber es hat sich gezeigt, dass es sehr wohl Raum gibt, dass eigentlich die höchst privilegierte Gruppe sehr wohl einen Anknüpfungspunkt in diesem Gesetz findet. Das sollten wir auch im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt auch anfangen, oder damit wir nicht anfangen, dieses Gesetz auch zu verengen und wiederum dadurch zu einem Interessengemeinschaftsgesetz zu machen. Das sollten wir nicht machen. Und den dritten Punkt zu der Studie, ja, noch einmal, wir haben eine historische Chance. Auch das ist eine Arbeit von politischen Communities über viele, viele Jahre, etwas besprechbar zu machen, öffentlich diskutierbar zu machen, was noch vor einem Jahr fast gänzlich unmöglich gewesen wäre. Diese Chance sollten wir nutzen. Und wenn sich solche Zeitfenster öffnen, dann verändert sich auch die Zeit. Wenn wir vielleicht dafür 10, 20 Jahre gebraucht haben, dass wir das Fenster so viel öffnen, kommt jetzt aber der Wind hinein und wir können nicht mit der gleichen Zeit von 10 Jahren jetzt überlegen, was jetzt die nächsten soziologischen oder quantitativ studienbelasteten Schritte wären. Nein, wir brauchen diese Studien jetzt. Mit diesen Studien verhält es sich meines Erachtens ähnlich wie mit dem LADG, wie du, Dirk, das jetzt auch schon dargestellt hast. Es ist kein Angriff auf die Polizei, es ist auch keine Belastung beziehungsweise eine Unsicherheit für einzelne Polizeibeamtinnen, sondern es ist eine Möglichkeit für uns als Gesellschaft, auch dieses Feld von strukturellem Rassismus auch weiter besprechbar zu machen. Denn wir haben jetzt eine Öffnung und wir brauchen buchstäblich Sprache dafür. Und eine solche Studie ist genau das. Sie wird uns anbieten, nämlich genau die Erfahrung, wir reden hier von Kollektiverfahrungen, wir reden hier nicht von Einzelfällen, dass wir die in etwas hineinkleiten, damit wir das weiter öffentlich besprechen können. Sebastian, Und du wolltest ja, dazu. Berlin sollte da auch den Leading Part nehmen, gerade weil es in vielen anderen Schritten schon den Leading Part hat. Sebastian, du wolltest dazu was ergänzen? Ja, ich würde drei kleine Punkte ergänzen. Zum einen nochmal zu den Merkmalen. Frage Altersdiskriminierung. Also das ist eines der Merkmale, das wir im LADG mit aufgenommen haben, was es so vorher nicht gab. Also jetzt weder beim AGG auf Bundesebene noch zum Beispiel in unserer Landesverfassung. Das heißt auch nicht Alter, sondern Lebensalter. Also damit bezogen auch nicht eine bestimmte Phase des Lebens, sondern dezidiert auch, dass man zum Beispiel, ne, als jugendliche Person diskriminiert werden kann. Und so haben wir den Merkmalskatalog um sehr viele Sachen erweitert, die es bislang nicht gab. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Gesetz am Schluss ein sehr gutes Gesetz geworden ist, aber nicht grün pur. Ich hätte mir noch weitere Merkmale auch vorstellen können. Es gibt auch einen Beschluss der grünen Frauenkonferenz, die gesagt hat, wir wollen Gewichtsdiskriminierung in diesem Gesetz auch drin haben. Das haben wir mit unserem Koalitionspartner leider nicht durchbekommen. Und so ist auch die Frage, was muss man nochmal nachbessern? An ein paar Stellen muss man dieses tolle Gesetz sicherlich auch nochmal hoffentlich auswerten und auch nochmal nachbessern. Das würde ich mir zumindest wünschen. Das Zweite ist, den Inhalt des Gesetzes bekannt machen. Genau das steht jetzt an. Ich hoffe, dass das Webinar dazu beiträgt. Aber wir haben auch im Rahmen der Haushaltsberatung der LADS relativ viel Geld nochmal als Parlament zur Verfügung gestellt, wo zum einen die Dienstkräfte des Landes Berlin geschult werden können im Umgang mit diesem Gesetz, dass es Informationsmaterialien gibt, dass es aber auch Schulungen gibt. Und natürlich auch, dass es öffentliche Informationen dazu gibt. Und ich würde mir wünschen, dass in jeder öffentlichen Stelle
es Informationen gibt, wenn ich als Bürgerinnen und Bürger wohin komme, eine Dienstleistung in Anspruch nehme, dass es dort auch entsprechende Informationen zu finden gibt. Das Dritte zu der Polizeistudie. Ich bin ambivalent, weil ich würde sagen, eigentlich braucht es keine Studien mehr. Wir wissen, dass es Rassismus gibt, auch bei der Polizei, so wie überall in der Gesellschaft und so. Und wir brauchen jetzt einfach mal Lösungen, ja? Und man braucht einen professionellen Ansatz, um damit umzugehen. Und da gibt es auch schon Ansätze. Das muss man alles nicht neu erfinden. Peggy und viele andere arbeiten da seit Jahrzehnten dran, dass es für sowas Lösungen gibt, professionelle Antworten gibt. Das heißt, angefangen von der Aus- und Fortbildung, über Community-Policing-Konzepte und was weiß ich. Also da gibt es wirklich viele gute Sachen. Trotzdem braucht es Studien, um alle zu überzeugen und dass man immer sagen kann, hier steht es nochmal schwarz auf weiß. Natürlich können die auch helfen, um nochmal Einzelaspekte wirklich genau zu untersuchen. Beispielsweise in Berlin gibt es die sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte, wo es verdachtsunabhängige Kontrollen gibt. Das würde sehr viel Sinn machen, das mal auszuwerten, was da genau passiert und ob es da zum Beispiel vermehrt zu Racial Profiling kommt. Eine Vermutung, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr deutlich geäußert wird und zu Recht geäußert wird. Ich habe heute zusammen mit Benelux und unserem innenpolitischen Sprecher eine Presseerklärung herausgegeben, dass wir fordern, uns dem Vorstoß von NRW anzuschließen, von dem SPD-Innenminister zu sagen, wir müssen nicht auf Seehofer warten, die Länder können auch eine eigene Polizeistudie machen, dafür braucht es auch keine Bundesmittel, das stemmen wir alleine. Und ich fände es gut, wenn Berlin zusammen mit Nordrhein-Westfalen und möglichst vielen anderen Bundesländern so eine gemeinsame Studie auf den Weg bringen würde. Vielen Dank, Sebastian. Ich würde dann trotzdem noch mal, bevor wir zu Sebastians Input kommen, eine ganz kurze Frage noch mal an Peggy, weil die, glaube ich, wirklich ganz spannend ist, von Fabio. Inwiefern funktionieren die anonymisierten Bewerbungen in der Verwaltung eigentlich nicht? Das hast du vorhin angesprochen, hast gesagt, da muss noch mehr passieren. Warum funktioniert das nicht? Der Konflikt mit der Förderung ist bekannt, lässt sich aber ausgleichen. Also was ist eigentlich das, also sagt Fabio, was ist das Problem? Was war das, der Konflikt mit was war? Er sagt, der Konflikt mit der Förderung ist bekannt, lässt sich aber ausgleichen. Also, so wie ich es verstehe, der Konflikt, der mir bekannt ist, wir wollen ja bei anonymisierten Bewerbungen erreichen, dass gewisse Personengruppen eben nicht diskriminiert werden. Nichtsdestotrotz, zum Beispiel wir Grüne sagen, wir stellen Frauen, wenn sie gleich qualifiziert sind, bevorzugt ein. Ja, das heißt, wir fördern Frauen gezielt. Wir sagen, bei gleicher Qualifizierung wird bevorzugt die Frau oder der Mensch mit Behinderung oder was auch immer eingestellt. Und häufig wird kritisiert, bei einer anonymisierten Bewerbung kannst du das nicht mehr machen, weil du ja gar nicht weißt, ob die Person eine Frau oder eine Behinderung hat oder sonst was. Also wie kann man diesen Konflikt ausgleichen und warum hast du gesagt, die anonymisierten Bewerbungen funktionieren nicht? Naja, dass sie nicht funktionieren, zeigt sich ja an der Verwaltung, ne? Also letztendlich müsste die Verwaltung ja anders aussehen, wenn sie funktionieren würde. Tut sie erstmal nicht. Also das ist ja jetzt auch kein Geheimwissen, dass wir da noch einige Luft nach oben haben, ne? Das Zweite, was ich auch noch zu bedenken geben möchte, ist, es ist sowieso schon ein bisschen problematisch immer, das geht uns so leicht von der Hand zu sagen, bei gleicher Eignung nehmen wir dann diese Person und wir sehen das als eine Förderung. De facto ist es das, aber das bedeutet aber auch, wie ist denn sonst unsere Einstellungspraxis? Bei gleicher Eignung nehmen wir den weißen Mann? Also das bedeutet das ja letztendlich, ne? Und uns das klar zu machen, das sind nämlich tiefsitzende Mechanismen, die genauso funktionieren in anonymisierten Bewerbungsverfahren, weil der Grund, warum wir diese Policy brauchen, diese Politiken brauchen, dass wir selbst bei gleicher Eignung nicht weiter nur auf hegemoniale weiße Männlichkeit gehen, sondern tatsächlich dann schauen, wie eigentlich sich vielleicht unsere Organisation widerspiegeln kann, wie das Land oder die Stadt auch aussieht. Diese Mechanismen, die sind ja auch da, wenn ich eine anonymisierte Bewerbung lese. Letztendlich, da gibt es, wir müssten bei anonymisierten Bewerbungen auch erstmal nach Kriterien, müssen die Kriterien überarbeiten. Wir müssten von diskriminierungskritischen Kriterien dann ausgehen, weil wir
auch in diesen anonymisierten Verfahren natürlich punktgenau zuerst weiße Männer und weiße Frauen herausbringen. Wie passiert das denn? Das heißt, da ist doch mehr dahinter, als dass wir nur nach Namen schauen. Es hat was damit zu tun, wie wir Bildungswege beschreiben, wie wir auf Bildungsbrüche achten, wie wir überhaupt auf Brüche achten. Es hat etwas mit Milieustudien zu tun, auch wenn wir keine soziologische Bildung haben, haben wir aber genau diese Codes und, in unserem Archiv, dass wir das alles mit abrufen, dass dann punktgenau natürlich das Ergebnis rauskommt, dass wir trotz anonymisierter Verfahren eben nicht mehr BIPOCs in die Verwaltung hineinbekommen. Das sind komplexe Dinge, das ist nicht so leicht, aber da müssen wir uns schon ein paar mehr Gedanken machen, als zu sagen, wir nehmen die Namen raus aus der Bewerbung, aber alles andere bleibt gleich. Ja, wen bekommen wir denn da? Ja, vielen Dank. Ich glaube, auch die Grüne und auch unsere Verwaltung auf jeden Fall müssen da sicher noch unsere Hausaufgaben machen. Und vielen Dank nochmal dir für den Hinweis und wir werden da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich würde jetzt zum dritten Input kommen von Sebastian. Und da wollten wir auch nochmal gezielt gucken, was ist mit der Antidiskriminierungspolitik jetzt in den letzten Monaten während Corona passiert. Hat Corona eigentlich Auswirkungen gehabt auf die Freiräume von Menschen, die besonders unter Diskriminierung leiden, besonders viele Diskriminierungserfahrungen haben? Also was sind die Herausforderungen eigentlich, die Corona an Antidiskriminierungspolitik stellt? Sebastian. Ja, vielen Dank für die Frage. Bevor ich zu der Frage komme, möchte ich noch einen Satz sagen, anknüpfen an Dirk und Peggy kurz nachschieben. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wir gerade ein bisschen so auch aus einer Defensivposition heraus argumentieren für das LADG, weil die Angriffe der Polizeigewerkschaften, der Polizeivertretung und auch der konservativen, die rechten Parteien relativ groß war. Aber ich finde, man muss noch mal klarstellen, dass dieses Gesetz einfach ein progressiver, emanzipatorischer Meilenstein ist für Antidiskriminierungsrecht. Und wir uns doch überhaupt nicht verstecken müssen oder irgendwas verteidigen müssen, sondern es ist erstmal gut, wie es ist. Und vieles von diesen Kampagnen war ja überhaupt nicht faktenbasiert, sondern da ist in Unkenntnis des eigentlichen Gesetzes viel Dreck geschmissen worden. Es ist im Kern aber ein großer Erfolg, auch ein grüner Erfolg, was nicht heißt, dass man einiges auch nochmal besser machen kann möglicherweise oder in 2-3 Jahren mal eine Auswertung machen kann und vor allem, dass man auch den NGOs, denen man wirklich sehr danken muss, weil die gerade im letzten Jahr, wo es an vielen Stellen hart auf hart stand, uns sehr unterstützt haben, hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen, dass wir es geschafft haben, dieses Gesetz dann am Schluss hinzubekommen. Auch jetzt wieder diese Diskussion um wie viel nutzen das eigentlich, wie viele Leute haben sich jetzt schon beschwert in den ersten 4 Wochen. Wenn man sich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf Bundesebene anschaut und wie wenig Leute da am Schluss eigentlich geklagt haben oder klagen, dann kann ich nur sagen, ich wünsche mir, dass dieses Gesetz häufig in Anspruch genommen wird und dass Gerichte wirklich über Fälle entscheiden. Und es wird ein gutes Ergebnis haben. Es wird nämlich klarstellen, was ist Diskriminierung im Verwaltungshandeln und was nicht. Und Verwaltung lernt ja auch so. Und dann werden Sachen abgestellt werden können. Und es besteht einfach auch Rechtsklarheit, Rechtssicherheit darüber, was Verwaltung tun darf und was sie nicht tun darf. Deswegen, also wenn wir im nächsten Jahr oder im ersten Jahr insgesamt irgendwie 10, 15 Fälle haben, wenn die wirklich vor Gericht landen und vor Gericht entschieden werden, dann ist das viel. Dann ist das viel. Und von diesen 20 Fällen, die jetzt gekommen sind, da hat Dirk, habe ich in der Presse auch schon gesagt, die beziehen sich auf Sachen, die vor der Verabschiedung des LADG gewesen sind. Also die alle werden schon gar nicht relevant sein. So. Genau, deswegen, ich bin eigentlich gespannt drauf, was passiert. Und ich freue mich auf erste Klagen und erste Entscheidungen, weil ich glaube, es wird Berlin gut tun und es wird gute Ergebnisse produzieren und nicht das Gegenteil. Wir müssen keine Sorgen haben oder Angst haben. So, genug der Vorrede. Jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage Corona und Antidiskriminierungspolitik. Ich könnte relativ viel sagen. Ich versuche es einigermaßen kurz zu fassen. Corona, heißt so schön, ist wie so ein Brennglas auf die Gesellschaft und es bedeutet dasselbe auch für den ganzen Bereich Diskriminierung. Und Diskriminierung hat unter Corona zugenommen, auch wenn man das vielfach nicht sieht. Und es hat eine strukturelle Dimension, die man in den USA und in Großbritannien gut beobachten kann, die bei uns aufgrund der Zahlen noch nicht besonders faktenbasiert ist, aber ich würde ähnliche Vermutungen auch für Deutschland anstellen. Was wir wissen aus USA und Großbritannien ist, dass Corona marginalisierte Gruppen vor allem trifft. Das sind schwarze Menschen,
die überproportional erkranken und überproportional auch in den Krankenhäusern landen. Das ist das, was wir aus USA und Großbritannien wissen. Was wir hier auch diskutieren, was relativ klar und offensichtlich ist, dass Corona Frauen benachteiligt, dass es eine antifeministische Wirkung hat, was zum Beispiel Care-Arbeit angeht und so weiter und so fort. Das muss ich euch, glaube ich, nicht weiter erläutern. Aber die Diskussionen, die da jetzt auch stattfinden, zu Recht stattfinden, machen einen Sorgen, dass es auch im Feminismus zu einem Backlash kommt oder bei der Gleichstellung zu einem Backlash kommt. Corona ist sehr stark verknüpft mit Fragen von Klassismus. Also wer kann sich es eigentlich leisten, im Homeoffice zu bleiben und nicht auf die Straße zu müssen? Das sind eben nicht die PaketzustellerInnen, das sind nicht die VerkäuferInnen, das sind nicht die Personen, die bei Tönnes am Schlachtband stehen und die Tiere schlachten müssen. So. Und strukturelle Dimensionen sind auch zum Beispiel eine Corona-Verordnung, die am Anfang vorgegeben hat, dass es eine Ausweispflicht gibt. Und wer wird auf der Straße kontrolliert? Das sind auch strukturelle Auswirkungen, die dann gezeitigt werden. Wohnungslose beispielsweise, die eben nicht von der Straße können, sind von der Corona-Eindämmungsverordnung auch besonders betroffen. Das sind so ein bisschen so strukturell mal angedeutet die Dimensionen von Diskriminierung, die Corona in sich trägt. Wir wissen aber auch von sehr konkreten Diskriminierungsformen und Rassismen. Das ist zielgerichtet Personen, die als chinesisch oder asiatisch gelesen werden. Auch die Beispiele, glaube ich, muss ich nicht nennen, sondern die sind allgemein bekannt von Leuten, die bespuckt werden, die beschimpft werden, weil sie vermeintlich Überträgerin oder ja, Überträgerin dieses Virus seien. Was wir auch erlebt haben in den letzten Wochen, da habe ich jetzt auch gerade eine schriftliche Anfrage gestellt, ist, dass bestimmte Personen thematisiert werden öffentlich in der Frage, wer erkrankt eigentlich. Und wir haben jetzt viel gehört, dass zum Beispiel rumänischstämmige Menschen oder Roma erkrankt sind. Und da wurden Häuser thematisiert, da wurden Adressen herausgegeben, wo vermeintlich die dann auch wohnen würden. Und Stadträte, Gesundheitsstadträte haben öffentlich darüber gesprochen, dass es da zu Problemlagen kommt. Und ich habe da eine schriftliche Anfrage gestellt und mich hat dann einfach nur interessiert, auf welcher Datengrundlage wird sowas, datenschutzrechtlichen Grundlage werden solche Informationen veröffentlicht und hat es irgendeinen epidemiologischen Nutzen oder Vorteil oder Grund, das anzugeben? Und das ist nicht der Fall. Und dann kann ich nur sagen, warum wird plötzlich der Roma-Hintergrund von Personen veröffentlicht, wenn es um eine Erkrankung geht von Corona? Und in anderen Fällen wird es nicht gemacht. So. Und diese Frage muss man sich gefallen lassen. Und ehrlicherweise hat das Bezirksamt Neukölln an der Stelle keine Antwort darauf gehabt. Und dann kann ich nur sagen, ja, dann hat es eine stigmatisierende Wirkung. Und die hatte es, wenn man sich die Presselage anguckt, wenn man damit eindeutig bestimmte Leute adressiert hat, die vermeintlich stärker erkranken als andere. Dass man sich da vielleicht eher mal um soziale Fragen kümmern müsste oder wie Menschen auch wohnen oder so, das ist dabei ausgeblendet worden. Eine andere Geschichte, und das ist mein letztes Beispiel, ist, was wir auch mitbekommen haben, sind antisemitische Verschwörungstheorien oder ich würde mal sagen, Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen sind per se antisemitisch. Die haben auch kräftige Konjunktur gehabt und auch die wirken sich konkret aus, also bis hin dazu, dass jüdische SchülerInnen an den Schulen dann Diskriminierungserfahrungen machen oder dass es zu öffentlichen Attacken kommt von Menschen, die als jüdisch gelesen werden. So. Auch für die queere Community hat Corona Auswirkungen, nämlich dass eine ganze Reihe von Schutzräumen wegfallen, die nicht mehr zugänglich sind. Und ich mache mir vor allem Sorgen um Menschen, die bei Projekten immer wieder vorbeischauen, zu offenen Cafés gehen oder zu offenen Gesprächsrunden, vor allem auch ältere Menschen, ältere queere Personen beispielsweise, wo die Angebote jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht da waren und wo keine E-Mail-Adresse vorliegt oder keine Handynummer und wo Projekte nicht einfach mal anrufen konnten und fragen konnten, wie geht's euch eigentlich und die nicht da waren. Aber genauso auch zum Beispiel queere Jugendliche, die dann zu Hause sitzen mussten und wo sich dann auch eine Situation wie ein Coming-out und so weiter und so fort natürlich als erheblich schwerer darstellt. Also all das sind Sachen, die man, glaube ich, im Moment erwähnen muss. Was wir geschafft haben, was die Senatsverwaltung geschafft hat und wir aus dem Abgeordnetenhaus unterstützt haben, ist, dass alle Projekte, die auch Antidiskriminierungsberatung machen, weiterhin finanziell gut aufgestellt sind, dass die weiterhin ihre Gelder bekommen, auch wenn sie nicht ihre Arbeit so umsetzen können, wie sie es eigentlich tun. Viele sind dann in digitale Formen gewechselt, wie wir alle anderen auch. Aber es gibt auch ein paar Vereine, auch queere Vereine, wo wir gerade noch schauen müssen, wie wir die sichern, auch queere Infrastruktur, wo wir schauen müssen, wie wir die sichern können und wie wir die über Corona hinweg retten können. Und das sind Clubs, die gerade in queeren Kontexten nicht nur sozusagen ein Raum sind, wo man einfach nur tanzen kann, sondern die einen Schutzraum darstellen, die ein Raum sind für Subkultur, für Treffen und so weiter und so fort und die auf jeden Fall in irgendeiner Form zu retten sind.
Genau, der CSD fällt in diesem Jahr aus. Es gibt aber digitale Angebote und es gibt natürlich auch kleine Aktionen. Die Landesarbeitsgemeinschaft Biergrün macht ja so eine CSD-Tour, wozu ihr alle sehr herzlich eingeladen seid. Und ich glaube, es ist notwendig, also nicht nur, um das einfach zu durchzuführen, sondern um sichtbar zu sein, gerade in diesen Zeiten sichtbar zu sein und zu zeigen, wir sind weiterhin da und gerade jetzt brauchen wir die Unterstützung und gerade jetzt kommt es auch auf queere Rechte drauf an. Ja, vielen Dank, Sebastian. Du hast es gerade erwähnt, der CSD fällt aus. Wir sind gerade in der Pride Week und deswegen machen wir auch dieses Seminar jetzt hier mitten in der Sommerpause. Trotzdem am heutigen Abend und dass da Bedarf da ist, zeigt auch, dass wir wirklich viele Teilnehmer haben. Wir hatten knapp 70 Leute, die zuhören. Wir sind immer noch bei 55, die noch zuhören. Das heißt, das Interesse ist trotz Sommerpause sehr, sehr groß und ich freue mich, dass ihr alle noch da seid. Ich habe noch mal jetzt mal gezielt an dich, Sebastian, zwei Fragen, die hier reingekommen sind. Zum einen von Jan die Frage, die bezieht sich auf den Prozess der Anmeldung zur standesamtlichen Hochzeit. Ich hoffe, lieber Jan, ihr habt den nicht vor euch. Der scheint ja schwierig zu sein, in Berlin überhaupt einen Termin zu bekommen. Sollte man ihn dann aber doch bekommen haben? Dann, warum wird auf den Formularen eigentlich davon ausgegangen, dass Mann und Frau heiraten? Also das ist ja generell, wir haben gerade unsere Steuererklärung etwas verspätet abgegeben. Auch da ist es ja häufig noch so, der Mann ist immer an erster Stelle übrigens, egal ob er der Hauptverdiener ist oder nicht. Auch solche Dinge, Mann und Frau ist in deutschen Formularen irgendwie anscheinend immer der Standard und dass es auch anders sein kann in einigen Beziehungen oder Ehen, das gibt es nicht. Warum kriegen wir das trotz grüner Beteiligung am Senat nicht hin, dass sich das ändert? Und dann noch eine Frage von Henrike. Bei Diskriminierung in Schulen reicht vielleicht das Gesetz nicht, weil es für Kinder und Jugendliche besonders schwer ist, den juristischen Weg zu gehen. Wir müssen endlich für alle Lehrkräfte verpflichtend Antidiskriminierungsseminare und Workshops machen. Was machen die Grünen dafür? Da haben wir ja vor 2 Jahren auch einen umfassenden Antrag zum Thema Bildung verabschiedet, wo auch insbesondere unsere AG Bundgrün, aber ich glaube, Sebastian, du warst in den Diskussionen auch mit drin, wenn ich mich recht erinnere, gerade diese Diskriminierungsarbeit, Antidiskriminierungsarbeit in Schulen, aber auch bei der Ausbildung der Lehrkräfte vehement nochmal eingefordert haben. Und das haben wir auch im Antrag beschlossen, aber vielleicht kannst du das nochmal etwas genauer erzählen, was wir da eigentlich alles wollen und was wir da tun. Das kann ich gerne machen. Zunächst zu den Formularen auf den Standesämtern. Vielleicht kann dazu auch Dirk mich nochmal ergänzen. Mein letzter Kenntnisstand ist der, dass das eine bundeseinheitliche Sache ist, die also bundesweit geregelt werden muss. Und dafür ist die Bundesinnenministerkonferenz zuständig. Dahinter ist eine Software. Und die haben das bis heute nicht hinbekommen, diese Software sozusagen zu erneuern. Das sollte eigentlich 2 Jahre nach Einführung, was auch schon spät genug ist, also es wäre letzten Herbst gewesen, 2 Jahre nach Einführung, geschehen sein, das haben die nicht eingehalten. Warum, weiß ich nicht. Ich würde das aber gerne zum Anlass geben, das auch nochmal unserer Bundesebene zu geben, Sven Lehmann und Ulle Schaus, die im Bundestag sitzen, weil ich finde, das wäre nochmal gut der Nachfrage wert, da kann man ja auch eine Anfrage stellen. Genau, und Ähnliches verhält es sich auch mit den Finanzämtern und den entsprechenden Formularen. Ich finde es ein Skandal, ehrlicherweise, und ich verstehe auch nicht, also das ist jetzt sagen, der eine Aspekt, der andere Aspekt ist der, dass es mittlerweile auch einen Personenstand divers gibt, nicht mehr nur Männer und Frauen. Auch das wäre dringend mal zu ergänzen auf den ganzen Formularen und anzupassen. Da weiß ich aber, dass Dirk zumindest, was da die Landessachen angeht, in Gesprächen auch ist und dass wir das zumindest hinkriegen. Zur Schule und Diskriminierung in Schulen. Das ist in der Tat ein sehr relevantes Thema und ein sehr wichtiges Thema, wo ich mit meiner Kollegin Bettina Jarasch auch sehr dran bin. Und wir haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr ein Papier auch in der Fraktion beschlossen für einen Diskriminierungsschutz an Schulen. Und wir erwarten da von der Bildungsverwaltung ehrlicherweise ein Gesamtkonzept für Schulen in Berlin, wo wir relativ viele Maßnahmen dann auch aufgeschrieben haben. Und das beginnt damit, dass wir wollen, dass es an jeder Schule eine klare Beschwerdestruktur gibt. Also dass SchülerInnen, die Diskriminierungserfahrungen machen, wissen, an wen sie sich wenden können und was dann auch passiert. Im Moment ist es nämlich von Schule zu Schule abhängig. Meistens ist es so, dass SchülerInnen, die sich dann beschweren, und das ist ja keine einfache Situation, wenn es beispielsweise eine Lehrerin oder Lehrer ist, mit der man täglich zu tun hat, über die sich dann zu beschweren, dass das dazu führt, dass Beschwerden nicht ernst genommen werden, dass es dann zum Nachteil derjenigen ist, die die Diskriminierungserfahrung gemacht haben, dass die es nicht thematisieren können.
Und dafür braucht es klare Beschwerde- und Interventionsstrukturen an Schulen. Wir wollen, dass jede Schule eine diskriminierungskritische Organisationsentwicklung macht, also ihre Strukturen selbst überprüft und daraufhin das auch quasi dann Veränderungen einführt, dass Schulkonferenzen damit involviert sind und so weiter und so fort. Also wir haben da relativ viel auch aufgeschrieben und lagen damit mit unseren Forderungen die Bildungsverwaltung. Und wir wollen das selbstverständlich auch ran an die Ausbildung von LehrerInnen oder von allem schulischen Personal. Es müssen sich aber auch genauso nach wie vor Schulbücher ändern. Wir haben eine Fachstelle für queere Bildung schon im Land Berlin, die zum Beispiel Schulmaterialien erarbeitet und bringen gerade eine Fachstelle für intersektionale Bildung auch auf den Weg, wo sozusagen dann auch nochmal mehr Aspekte reinfließen können in Fortbildung, aber auch in Materialien, in die Lehrplanerstellung und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen. Ihr findet dafür Infos aber auch auf meiner Homepage und das vor allem dieses Konzept von Bettina und mir, das die Fraktion beschlossen hat. Leider treffen wir mit diesen ganzen Ideen auf nicht so viel Zustimmung bei unseren Koalitionspartnern. Wir hätten gerne das irgendwie direkt beschlossen im Abgeordnetenhaus, arbeiten aber beispielsweise daran, dass wir wenigstens Kleinigkeiten umsetzen, unter anderem auch eine Forderung, die Peggy mit vielen anderen vertritt, nämlich, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle für den Schulbereich gibt. Da haben wir es leider nicht geschafft, das in den Haushalt zu integrieren. Das wäre der erste Stein gewesen. Da hat der Koalitionspartner uns auch leider Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Wir werden es jetzt im Nachtragshaushalt nochmal probieren, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle für den Schulbereich in Berlin gibt. Vielen Dank. Peggy oder Dirk, möchtet ihr da noch mal was ergänzen? Ich erstmal nicht. Gut. Sehr schön. Dann würde ich tatsächlich jetzt auch doch schon eher zum Schluss kommen, weil wir haben noch viele, viele Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, aber wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit und das insofern würde ich einmal noch das Angebot euch machen, dass ihr, Sebastian hat eben schon auf seine Homepage verwiesen, sehr professionelle Eigenwerbung, sehr gut, aber das gilt natürlich auch für die anderen und insbesondere für uns auch in der Landesgeschäftsstelle der Grünen. Ihr könnt uns gerne nochmal schreiben, wir würden die Fragen dann auch an die Zuständigen sozusagen weiterleiten, aber schreibt auch gerne Sebastian oder Dirk. Direkt, Peggy, ich weiß nicht, habe ich dich jetzt vorher nicht gefragt. Insofern möchte ich dich nicht mit Fragen überziehen, aber gerne sonst uns schreiben und wir würden uns da auch um eine Antwort dann jeweils bemühen, wenn eure Fragen heute hier nicht beantwortet werden konnten. Es war einfach eine sehr, sehr rege Diskussion jetzt von eurer Seite aus nochmal. Das war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr alle so lange auch aktiv dabei wart. Wir sind immer noch über 50 Leute dabei. Das ist ganz, ganz toll zu diesem wichtigen Thema. Ich bin sehr, sehr dankbar, sowohl Peggy, dir, dass ihr euch da in diesen Prozess eingebracht habt, auch Sebastian und Dirk, dass ihr ihn so sehr vorangetrieben habt. Das war ein wirklich wichtiges Thema. Es ist ein großer Meilenstein, den wir Grüne machen konnten für Berlin und auch mit Signalwirkung für den Rest der Bundesrepublik. Ich bin sehr froh, dass wir das machen konnten. Bin sehr, sehr dankbar, dass ihr euch da so sehr dahinter geklemmt habt. Insofern ganz herzlichen Dank dafür und ganz herzlichen Dank auch dafür, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, bei diesem wunderschönen Sommerwetter mit uns vor dem Computer zu sitzen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt nochmal rausgehen und den Rest des Abends genießen. Und ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja. Ciao. Tschüss. Danke euch.